So, meine Lieben, danke, dass ihr wieder reinschaut. Jetzt werden wir nochmal heute in die US United City Speed Tour reingucken, in die zweite. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen was vorgearbeitet. Ich würde euch jetzt gerne in Miami die Strecke zeigen. Fahren die meine Strecke jetzt diesmal mit dem Motorrad. Bei der zweiten Strecke in Los Angeles werde ich euch zeigen mit dem Auto, was da für Unterschiede sind. Also ich bevorzuge definitiv das Motorrad. Hier sind wir am Südzipfel der USA, in einer Stadt, die für milde Nächte, eine epische Partyszene und als Tour nach Amerika bekannt ist. Miami! Die Fahrer stehen aufgereiht am Rande von Little Havana und das Rennen geht gleich los. Du kommst viel schneller mit Kurven und höherem Tempo. Das ist schon die Abwehr leichter. Und ich habe hier auch schon. Fahrzeuge schaffen. Und diese Strecke ist das definitiv mein Favorit, das wir haben. Und durch das Alhambra Gate geht es ins Zentrum von Coral Gables. In Zukunft werden noch mehr Videos kommen von Sequel 2 DS, weil es auch so Hauptcontent-mäßig, weil ich spiele das wirklich sehr gerne. Seit Release. Und es gibt immer alle 2 Monate wieder Content. Jede Woche live damit. Und ja. Es werden noch andere Spiele noch kommen in meinem Kanal. Nitro Speed. Unbound Heat. Also Unbound habe ich schon reingeguckt. Das bin ich nicht gerne zufrieden. Aber ich werde das nochmal angriffen. Heat. War auch nicht schlecht, leider die Story verkackt. Und ja, Hogwarts Legacy wird auch nochmal auch noch demnächst kommen. Ein etwas technischerer Abschnitt führt durch Downtown und vorbei an den größten Wolkenkratzern Miamis. Dort oben seht ihr das bekannteste Transportmittel der Stadt, den Metro Mover. Ich spiele sehr gerne Rennspiele und Simulationsspiele. Ich habe sehr viele Fette. Also, da könnte ich auch mal was in Zukunft zeigen. Erstmal jetzt noch nicht. Und damit endet ein weiteres packendes Rennen in einer der bekanntesten Städte des Landes. Bleibt dran, denn das nächste führt uns nach Westen, nach Los Angeles County. So, dann werden wir mal nach Los Angeles hopsen. Machen wir aber auch dann den Schwierigkeitsgrad schwer. So. Und die Strecke werde ich jetzt mit dem Fahrzeug fahren. Ich habe da auch so meine Favoriten. Es kommt auf die Strecken an, weil wirklich Touringcar ist wirklich schon nicht einfach, ne? Ja, toll, ich habe vergessen, das Fahrzeug zu wechseln. Da müssen wir gleich nochmal kurz raus.
Hey, danke, dass ihr im sonnigen Südkalifornien mit dabei seid, um euch die nächste Etappe zu erzählen. Dann war nochmal schnell. Verdammte Scheiße. So. Gehen wir nochmal auf Los Angeles rüber. So. Diesmal penne ich nicht. So, was eigentlich mein Hauptfahrzeug, was ich gerne fahre, ist der BMW, der hier. Aber wir können ja mal was anderes probieren. Touring Car Fahrzeug. So, probieren wir mal die Kiste aus. Bin ich noch nie gefahren, als Touring Car. Und dann werden wir mal gleich gucken. Dann bin ich gespannt. Die Kiste sich erhält jetzt. Ja, das hey, danke, dass ihr im sonnigen Südkalifornien mit dabei seid, um euch die nächste Etappe der Speedtour durch das wundervolle Long Beach anzusehen. Aber wie ihr seht, das Fahrverhalten und Kurven und alles ist mit dem Auto schon ganz anders als mit dem Motorrad. Ne? Schwierigkeitsgrad und jetzt kommt der Schwere ist noch okay, aber nachher das extrem Schwere, der dritte Stufe, würde ich wohl wirklich mal mit dem Motorrad wieder durchziehen, weil sonst ist das echt anstrengend, weil man muss 10 Runden fahren und das dauert bei einem schnellen Rennen so 10-12 Minuten. Schreiben, was für ein Code-Level ihr habt zum Beispiel, würde mich auch interessieren, wie oft ihr spielt oder was ihr so quasi was optische Tunnel für euch betrifft oder Live-Zammel, wie ihr damit zurechtkommt. Live-Zammel kommt jetzt im nächsten Video hoch. Das da vorne ist keine Achterbahn, das ist nur eine Fußgängerbrücke, die so aussieht. Sie wurde zu Ehren eines ehemaligen Vergnügungsparks gebaut, der Pike hieß. Angeguckt, wie die es machen, aber die Leute, das sind Leute, die sind wirklich noch schlimmer. Also ich spiele Gelegenheitsspiele halt, ne, und ich spiele nicht so viel. Und dann musst du wirklich schon Sitzfleisch haben, um alles nicht zu können und zu sehen. Deswegen, also ich mache mal Leistung, was findet ihr fertig. Ich werde auch hochladen hier. Das meine ich. Das meine ich mit einem scheiß Auto. Mit dem Motorrad wird das nicht passieren. Nein, den ersten Platz werde ich definitiv wiederholen. Den kriege ich noch. Mit der Musik hier zum Beispiel, hätten sie ruhig mal was Neues nachupdaten, weil nach 4 Jahren immer die gleiche Musik, das ist schon anstrengend. Eine Musik wäre auch interessant, wo man dann eine wieder sein könnte. Oh, naja, da kann ich nicht was Nach diesen beiden Kurven erwartet uns ein netter Blick auf den Pazifik. An klaren Tagen kann man sogar Catalina und die Kanalinseln sehen. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich nicht die Woche wieder ein Video hochlade. Und Rennen Nummer 6 ist im Kasten. Wir haben nur noch 2 auf der Liste. Und dafür müssen wir einmal quer durchs ganze Land zur Hauptstadt am Potomac, Washington, D.C. Oh, nicht schlecht. Und die ziehen nach Washington. Hä? Hat das wow, komischer Fehler. Ne, da liegt's noch. Ja, nee, ist klar. Da müssen wir mal kurz nachschauen. Oh, 68 Teile.
Ja. Die grünen und die blauen verschrotte ich immer komplett. Weil brauche ich nicht. Genau wie die lilanen, die brauche ich auch nicht mehr. Also ich bin jetzt meistens, ich tue jetzt nur noch goldene Farben. So, weg damit. Ich mache hier gerne meine Sets voll. Ich muss mal gucken, was ich bei denen hier noch brauche. Ich habe viel, also ich habe über 300 Fahrzeuge schon. Und ich habe sehr viele schon Sets voll gemacht. Doppelt, dreifach, das habe ich auch raus. Da reicht das mal. Das kann man ja immer noch machen. So, jetzt haben wir alles ein. Wieder alles voll, eigentlich, das gibt's noch nicht. So, da hat er hier irgendwo noch, wo er was meckert. Schrotten wir mal auch den Kram. Alles braucht man ja nicht mehr. Liegen brauchen wir nicht mehr. Scheiß drauf. Gut, alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Zockertag. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.